Hallo und herzlich willkommen zu Independent Days TV, hier live aus der Schauburg in Karlsruhe. Bei mir zu Gast ist heute Lars Mekal. Er ist Filmemacher und er hat gestern Abend bei unserer Award-Gala den Best Short Short Film Award gestiftet von der BNN gewonnen. Hallo Lars, schön, dass du da bist. Hallo, freue mich hier zu sein. Nochmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Auszeichnung. Dankeschön, danke, hat mich sehr gefreut. Du hast uns ja, wie ich gerade schon gesagt habe, deinen Film Hermann Mann mitgebracht. Genau. Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen. Allein schon der Titel ist ja sehr lustig. Um was geht's denn in deinem Film? Hermann Mann ist eine Kurzgeschichte, die ich 2015 geschrieben habe und 2020 verfilmt habe. Also der ist ein bisschen gegärt sozusagen in der Schublade. Es geht über einen Mann, der mit seiner Frau einen Streit hat. Er weiß gar nicht, was eigentlich genau los ist. Und er entflieht dieser Situation, indem er sich die Laufschuhe anzieht, den Discman auf die Ohren setzt und bei Mozart Musik zum Joggen geht, genau. Ja, das Ganze nimmt tragische Züge an. Kurz bevor er zusammenbricht, wird ihm bewusst, dass ihr Hochzeitstag ist, den er vergessen hat. Und ja, leider können sie diesen Konflikt, diesen Streit nicht mehr besprechen, denn Hermann stirbt am Ende des Films. Oh, kannst du uns vielleicht ein bisschen was zu den Dreharbeiten erzählen? Also, ja, die Dreharbeiten, das war wirklich ein Projekt zwischen mehreren größeren Projekten und ich habe so große Lust gehabt, mal einfach loslegen, ein kleines Team zu haben und wir machen jetzt einfach einen kleinen, kurzen, schönen Film. Und wir haben, glaube ich, in 2,5 Tagen den Hermann gedreht und die aufwendigste Szene war am Bahnübergang, weil wir die immer wieder gemacht haben und die Züge sind alle 15 Minuten gekommen. Und man sieht im Film auch, wenn man genau hinschaut, dass der Zug manchmal aus verschiedenen Richtungen kommt, aber das versendet sich, also das sieht man im Schnitt nicht. Und man, das ganze Team hat auf die Uhr geschaut, okay, der Zug kommt jetzt und jetzt und es muss alles perfekt sein. Und dann haben wir die Szene noch aus verschiedenen Perspektiven gedreht. So. Und ja, plötzlich stand das Ordnungsamt da, ist gekommen und hat gefragt, was machen Sie da? Und ich habe ja gerade schon gesagt, das war eher so ein Guerilla-Projekt. Wir sind einfach losgezogen, haben gedreht. Wir hatten keine Drehgenehmigung, sollte man natürlich nicht machen, aber wir wollten einfach let's go einen Film drehen. Und ich wusste, dass das eigentlich nicht so in Ordnung ist. Ich habe mich dann ein bisschen auf schauspielerische Art und Weise umgestellt und habe gesagt, ach, das wussten wir gar nicht, es tut uns aber leid. Und der Mann hat gesagt, sollten Sie aber wissen, wenn Sie Film studieren, dass das nicht in Ordnung ist. Und ich habe dann sehr betröppelt getan und habe mit dem Herrn geredet und wir sollten unsere Sachen zusammenpacken und fahren. Haben wir gemacht. Mein Team hat dann noch gesagt, ja, dass ich die Situation dann doch ganz gut gemeistert habe. Aber das Problem war, wir haben nicht alle Szenen im Kasten gehabt an dem Tag. Wir sind am nächsten Tag wieder an die Stelle gefahren, haben wieder die Szene gedreht und wirklich die Schranken gehen auf, gehen zu, der Zug fährt von links, von rechts und ich falle in Slow-Mo hin und so. Und nach ein paar Stunden oder so kam wieder das Ordnungsamt, aber andere Personen und die waren ein bisschen wohlwollender. Die haben gefragt, was wir machen. Ich habe erklärt, wir drehen den Film und der Mann hat gefragt, so, wo kann man den Film denn dann mal sehen? Weil ich das gewusst hätte, hätte ich ihm sagen können, in Karlsruhe bei den Independent Days. Aber ja, das ist eine der witzigen oder die witzige Anekdote, die es beim Hermann bei den Dreharbeiten gab. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns mal bei dem zweiten Menschen vom Ordnungsamt, ja. Dass du deinen Film fertigstellen konntest, dass genau. Er laufen konnte. Du hast ja gerade schon angesprochen, du hast ja nicht nur die Filmidee gehabt und die Regie geführt, du bist ja auch der Hauptdarsteller. Genau. Wie ist es denn so, wenn man Regie macht und gleichzeitig der Hauptdarsteller ist? Also man kann sich ja in den schlechtesten Fällen, sage ich jetzt mal, zweiteilen und vor und hinter der Kamera gleichzeitig sein. Ja, das stimmt. Also es ist eine Herausforderung für das ganze Team, auch für mich. Ich glaube, man muss da einfach gut aufgestellt sein. Ich hatte einen wunderbaren Regieassistenten, der mir da geholfen hat, Hendrik Scheunemann. Und ja, wir haben das einfach zusammen im kleinen Team gut hinbekommen. Ich habe gut kommuniziert vorher oder musste auch gut kommunizieren, was ich möchte, was ich mir wünsche. Natürlich guckt man dann ganz oft einfach nochmal die Takes an. Dadurch vergeht natürlich auch Zeit am Set. Das muss man einfach mit einkalkulieren. Aber letztendlich, ich habe das schon öfter gemacht und ich mag das auch sehr gerne. Und beim Hermann habe ich direkt gewusst, das bin ich, da steckt von mir irgendwie so viel drin, das möchte ich auch selber spielen. Also ich habe natürlich mal überlegt, wen könnte ich mir aussuchen für die Rolle, aber ich habe es direkt bei mir gespürt. Ja. Und
Ich glaube, Hermann hat einfach so was in sich Gefangenes, im Alltag Gefangenes zu, ja, man ist im Alltag gefangen und kann nicht ausbrechen und läuft einfach blind sozusagen immer weiter. Und ich glaube, das kennt jeder von uns und das wollte ich dann irgendwie auch gern selber machen. Und was den Film angeht, hast du ja gemeint, er hat schon so eine kleine Festival-Historie. Wir sind ja jetzt nicht das erste Festival, bei dem du mit Herr Hermann Mann warst. Stimmt, ja. Ja. Genau, also der Hermann läuft und läuft und läuft und läuft. Und das ist super schön, dass der auf ganz vielen verschiedenen Festivals bisher lief. Und ja, hat auch schon einige Preise gewonnen, in Prag zum Beispiel. Und was mich ganz besonders gefreut hat, 2021 in Kiew auf einem wunderschönen Filmfestival. Ich bin leider nicht in Persona da gewesen, weil es während der Corona-Pandemie war und ich nicht reisen konnte. Aber ich habe 2017 einen studentischen Austausch zwischen der Universität in Kiew und der Universität in Regensburg. Ich bin ursprünglich Regensburger gemacht, also Komma gemacht. Und ja, ich habe da meine Austauschpartnerin, mit der ich nach wie vor auch im regen Austausch bin, gesagt, ich bin an diesem Festival leider nicht da, ob sie den Preis für mich entgegennehmen würde. Das hat sie auch gemacht. Und ich habe eine Videobotschaft in gebrochenem Ukrainisch versucht aufzusprechen. Das wurde auch ausgestrahlt. Und das war einfach eine tolle Herzensangelegenheit, dass das auch in Kiew geklappt hat, so. Ja, und natürlich mit allen weiteren Entwicklungen, die jetzt passiert sind mit dem Krieg und so. Ich fand es auch toll, dass hier auf dem Festival ukrainischen Filmemacher und Filmemacherinnen eine Bühne gegeben wurde. Und ich bin einfach dankbar, dass der Film so eine tolle Reise auch gemacht hat. Genau. Ja, Lars, dann würde ich sagen, ich drücke dir weiterhin die Daumen, dass Herr Hermann noch weiterläuft und läuft und läuft. Und nochmal herzlichen Glückwunsch für deinen Preis gestern Abend. Und von meiner Seite auch herzlichen Dank an euch. Es war ein wunderschönes Festival und ich freue mich, dass er heute natürlich auch nochmal gezeigt wird. Und ich bin echt froh, hier in Karlsruhe dabei zu sein. Genau, heute beim Short Film Award, alle Genau. zusammen, inklusive deinem Preisträgerfilm. Und jetzt sage ich auch danke nochmal an dich, dass du da warst, dass du deinen Film mitgebracht hast, ihn vorgestellt hast. Und ja, das war's jetzt auch schon wieder für Independent Days TV. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Und bis dahin wünsche ich alles Gute. Tschüss. Thank you.